Es ist eigentlich egal, wo man hinfährt. Man hat immer irgendwie Erwartungen. Und die will man natürlich erfüllt haben. Gerade wenn man, wie jetzt die Dreiergruppe hier, mit dem Ziel kommt, einen Film zu machen, sind die Erwartungen natürlich vielleicht nochmal etwas höher. Und dann kommt man da an und geht dann auch klar, gleich mal tauchen am ersten Tag. Und dann finde ich das sehr interessant, wie sich da die Erwartungen anpassen und auch die Projekte, die man da so geplant hat, mit der Kamera, mit dem Filmen machen, mit was auch immer, mit dem Tauchen. Und es dauert dann erstmal ein, zwei Tage, bis man sich dann auch noch so angepasst hat, dass man das Bestmögliche rausholen kann. Mit den neuen Erwartungen. Schöneres vorstellen in meiner Freizeit als zu tauchen und dabei zu filmen. Das ist mein liebstes Hobby. Tauchen ohne Kamera geht eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, die letzten 100, keine, vielleicht auch 150 Tauchgänge, war die Kamera immer dabei. 2.000, 3.000 Bilder pro Urlaub und am Schluss sind es vielleicht 10, 20, die wirklich ganz gut sind, die man auch weiter zeigen kann. Aber dafür lohnt sich's und für den Spaß bei der Sache. Sind mehr oder weniger eigentlich fast alles Tauchgänge an einem Kanal, der sozusagen vom offenen Meer ins Atoll geht. Und da ist eigentlich immer zu der Jahreszeit Strömung, die von außen nach innen drückt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dass man sich vorne an der Kante einhakt, direkt in der Strömung, da pfeift es ordentlich. Aber da ist die Chance einfach am besten, Großfisch zu sehen. In dem Fall jetzt natürlich Haie interessieren uns da natürlich am allermeisten. Und was ich am eindrücklichsten fand, sind die großen Haischulen. So mit, keine Ahnung, vielleicht so 50, 60 Haie. Ist schon eindrücklich.
wo wir hier in den Malediven so viele Haie in den Kanälen sehen, ist der Kanaleingang als solches. Wir haben dort sehr viel Strömung, das heißt, wir haben vermehrt Futter pro Zeiteinheit. Das bringt natürlich Futterfische hin. Wir sehen eben nicht nur Haie, wir sehen all die Schnapper und all diese Beutefische von Haien. Und das ist ein Grund, warum die Haie sich auch dort aufhalten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Haie einfach 24 Stunden am Tag dort fressen, sondern sie fressen vielleicht eher periodisch. Aber der Hauptgrund, warum sie dort sind, ist nahrungsbedingt. Ich glaube, ich werde für den Rest meines Lebens mit diesen Tieren rumhängen. Das wäre das Schönste für mich, wenn ich mal wüsste, dass jeder Mensch mal Haie für eine Minute mit meinen Augen sehen würde. Mal hoch, entweder weil die Luft ausgeht oder weil die Zeit vorbeigeht. Fatzen lassen, Haken raus, schön in den Kanal rein und dann fängt so ein bisschen der zweite Teil vom Tauchgang an. Irgendwann später wird es dann wieder ein bisschen ruhiger, aber so der Teil ist eigentlich ziemlich cool, weil da braucht man eigentlich im Prinzip gar nichts machen. Also ein bisschen die Richtung korrigieren und dann fliegt man sozusagen schön in den Kanal rein. Finde ich total cool. In dem Moment ist es ein bisschen schwierig, die Gruppe zusammenzuhalten, weil die Fotografen bzw. Filmer, die sind ja mit tausend anderen Sachen beschäftigt, aber natürlich nicht mit ihrem Buddy, sondern einfach mit der Kamera. Und mein Job ist ja hier in der Dreier-Kombo, ich will jetzt nicht sagen die Führung des Tauchgangs, aber so ein bisschen gucken, dass die Gruppe zusammenbleibt. Also ich meine, es muss ja auch einen geben, der auch ein bisschen beschäftigt ist, wenn er schon keine Kamera richtig dabei hat, sondern nur so eine kleine GoPro. Und dann bin ich das ganz hervorragend. Das hat er mich ja ganz hervorragend gemacht. Immer ein bisschen geguckt, wo ist der Hämmer, wo bin ich. Immer mal so ein bisschen rumgeschumpfen, so ein bisschen rumgekrantelt. Also wirklich super. Ja, so haben wir schon unseren Spaß. Jeder hat so seine, nennen wir es mal Eigenheiten. Ja, der Michael zum Beispiel, der hatte immer seinen kompletten Bauchladen mit dabei. Ich weiß gar nicht, was der nicht dabei hat. Manchmal habe ich das Gefühl, der hat wahrscheinlich noch Flossen in unterschiedlichen Größen in seinem Jacket stecken. Der hat ein Messer, der hat einen Kompass, der hat zwei Tauchcomputer, der hat zwei Masken, der hat eine Schreibtafel, der hat einen Schnorchel, der hat ein komisches Funkgerät, der hat einen Riffhaken, der hat eine Trillerpfeife, der hat... Und ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, weil ich hänge ihm das ja nicht dran. Das ist ja nur das, was mir sofort auffällt. Eigentlich geht es für mich ums Tauchen und das ist halt, also um dieses Schwerelose. Einfach irgendwie schön austariert, man steuert ja da wahnsinnig viel mit der Lunge. Einfach im Wasser hängen, schwerelos irgendwie dahin treiben. Das ist halt einfach bombig. Das ist ein Gefühl, das ist, ich glaube, das ist schöner als Fliegen. Weil es ja schon echt ein bisschen schwierig ist, ist die Farbe ins Bild zu kriegen. Dadurch, dass ich vor allem die Rottöne im Prinzip schon auf den ersten 3 Metern stark reduzieren, hat man unter Wasser eigentlich nur so ein bläulich-grünliches Bild. Und wenn man jetzt selber Licht mitbringt, dann gibt es schlichtweg einfach keine Farbe. Und das ist immer eine Herausforderung, die halt vor allem beim Filmen, also beim Fotografieren hat man ja die Blitze, die haben ordentlich Power, aber beim Filmen braucht man das Licht ja konstant.
ganz schöner Act. Erstens müssen die Lampen äußerst stark sein. Und dann muss man auch noch gleichzeitig relativ nah an die Objekte ran, weil das Licht unter Wasser gerade mal 2-2,5 Meter weit reicht. Allerdings von der Lampe zum Objekt, das man filmen will, und dann zurück zur Linse. Das heißt, im Grunde sind es nur 1 Meter, 1,20 Meter. Und das bedeutet, dass man so nah wie möglich ran muss. Und auch wenn das manchmal gar nicht so aussieht auf den Aufnahmen, weil das so ein extremes Weitwinkel ist, alles, was Farbe hat unter Wasser, das ist so gerade mal 1 Meter oder so weg. Im Idealfall eigentlich eher ein halber. Sehr, sehr erleichternd ist irgendwie, oder mich auf jeden Fall sehr positiv stimmt, ist, dass die Korallen hier in so hervorragendem Zustand sind. Von Korallenbleiche keine Spur, unglaublich viele Fische und halt durch das klare Wasser und die Lichteinstrahlung hervorragende Videomotive. Die Riffe hier sind gigantisch. Einfach Fisch ohne Ende, Drückern, die ja auch mal attackieren. Das ist dann auch ganz lustig, wenn man mit denen dann ein bisschen Boxkampf abzieht. Macht Spaß. Und ja, genau, vor allem Schildkröten. Schildkröten, Schildkröten und noch mehr Schildkröten. Bei den Schildkröten ist es immer so eine Sache, weil die natürlich sehr scheu sind. Man sieht die dann schon von der Ferne und so. Dann überlege ich mir immer, was ich machen würde, wenn ich die Schildkröte wäre. Das heißt, ich gucke dann, dass man der Schildkröte genug Platz lässt, dass sie sich so sicher wie möglich fühlen kann. Und dann einfach ganz langsam, Schritt für Schritt, immer ein bisschen näher, immer ein bisschen näher, immer ein bisschen näher. So dass man halt dann die Situation nicht frühzeitig so zerstört, dass die Schildkröte dann abhaut. Ja, Schildkröten ist nun mal leider so, die sind ziemlich scheu und die hauen quasi immer irgendwie dann recht bald ab. Aber trotzdem, es ist immer wieder irgendwie so eine Herausforderung. Ja, mag ja Leute geben, die finden Schildkröten langweilig. Ich finde ja Schildkröten irgendwie super und freue mich ja jedes Mal, wenn ich eine sehe. Und deswegen könnte es ruhig so viel wie möglich sein. Thank you.
Also das Meer ist eigentlich ein Spielplatz. Da kann man noch richtig Kind sein. Ne? Du kannst Dinge entdecken, noch und nöcher. Du kannst deine Spielzeuge mit runternehmen und die Fotos, die du dann gemacht hast, mit deinem Spielzeug wieder nach oben bringen. Und du kannst fliegen, nicht nur im Traum, du kannst wirklich fliegen dort. Was gibt Schöneres? Meer ist topfeben, Sonne ist gerade untergegangen, großes Segelboot, das sich gerade so in den, so gerade so schaukelt, dass es im Prinzip sehr beruhigend ist. Und zack! Sind 10 Tage rum, ne? Krass. Wir sehen das Manta.